Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Fever. Ja, hier ist noch nicht viel Betrieb. Um ehrlich zu sein, gar kein Betrieb. Denn hier rollt noch kein Zug. Da! Da sind wir in der letzten Folge abgestorben von. Aber ich würde sagen, wir bauen vorher noch schnell eben mal die Busstrecke für unser neues Städtchen hier aus. Ich habe hier schon die Endhalteschleife sozusagen gebaut. Fand ich sehr nett, die Mod. Ja, das ist so ein... ja, eine Burgruine nenne ich es mal. Vielleicht ein Teil davon. Hier die schöne Schleife mit ein paar Autos vor der Tür. Finde ich sehr, sehr nett. Hat mir gefallen. Konnten wir uns leisten. Da ist sie. Ja. Machen wir hier noch die Straße ran, damit wir hier wieder wie so ein Kreisel ziehen können. Ganz gut aus. Dann können wir da lang fahren. Ja, das ist ganz gut. Und wir haben uns ja entschieden für Busse. Diese Mod ist nur für Busse da. Also kriegt die Stadt auch Busse. So, dann suchen wir uns eben noch ein paar Haltestellen aus, die ganz gut aussehen. Pam, 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 pam. Ist auch ganz okay. Ich glaube, die hatten wir auch nicht. Und wenn, dann, naja, ist das halt so. Wir beginnen wieder mal. Hier bauen wir was hin. Würde ich sagen, fahren wir da runter. Dann bauen wir hier was hin. Hier. Fahren wir hier runter. Kommt die hier eine Haltestelle. Dann fahren wir hier lang. Dann bekommt die hier eine. Dort. Wollen wir da einen kleinen Schlenker machen? Nee. Da haben wir einen. Dann gehen wir hier hin. Hier eine. Das ist, glaube ich, zu dicht. Machen wir ein bisschen weiter. Hier. Ja, die Stadt baut auch schon fleißig neue Häuser. Das ist schön, das ist schön. Und ich würde sagen, ja, wir machen hier noch eine Station hin. So, und dann fahren wir zu unserer tollen Burgruine. Neue Linie. Tja, jetzt ist die große Frage, wie heißt dieses Städtchen? Habe ich schon wieder vergessen. Wandsleben. Wandsleben. Linie. Ja, dieses wunderbare Braun. So, wir nennen das wie immer ÖPNV. Und wir sind hier in Wandsleben. Und schon geht's los mit den Haltestellen. Wir beginnen wie immer hier. Und ziehen dann einmal durch die Stadt. Ich denke, da können die sich ganz gut vergrößern in alle Himmelsrichtungen. Und trotzdem kommt erstmal noch der Bus überall hin. Wenn es natürlich nachher zu Riesenstädten mutiert, dann... keine Ahnung, zweite Linie hinmachen, diese verändern, vergrößern. Wie auch immer, müssen wir dann halt gucken. Aber erstmal denke ich, ist das gar nicht so übel. So, Linie steht. In dieser Stadt haben wir noch kein Depot. Bauen wir uns eins. Straßen, Depot. Der Tankstelle hat mir ganz gut gefallen. Jetzt haben wir hier noch einen Zeppelin, okay. Ein Kraftwerk, ein Kernkraftwerk werden wir auch bestimmt irgendwo nochmal bauen. Ein Bürgerhaus, Feuerwehr. Feuerwehr hier mal hin. Ist ja auch nett. Dafür Platz. Ah, Kollision, schade. Ikea haben wir. Ihr seht, da wären noch einige viele Städte.
kommen müssen, damit wir die ganzen schönen Sachen irgendwie mal auf der Map verbaut haben. Ah, das können wir so hinbauen. Schön, aber selten. Woanders? Ich baue einen Weg dahin. Ach komm, wir bauen es hier hin. Müssen sie ein bisschen weiter fahren, aber das ist für Trams, oder? Jetzt ganz schnell. Tramdepot. Ah, das wäre ja fast schief gegangen. Eieiei. Das, wo wir noch nicht so flüssig sind mit dem Geld. Straßenfahrzeugdepot. Logistik. Das sieht doch ganz gut aus. Kostet auch nicht so viel. Das nehmen wir. Das bauen wir hier hin. Fertig. Ein paar schöne Busse sind da. Was steht da? Betriebshof der Stadtwerke. Naja. Wenn das nicht passend ist, dann weiß ich auch nicht. So, Busse. Was für schöne Busse nehmen. Busse. Was haben wir denn hier Schönes? Erstmal Passagiere ist, glaube ich, besser sortiert. Ein Solaris haben wir hier. 80.000. Den Bus hatten wir mal gehabt mit 19.000 im Jahr und 10 Passagieren. Ja, das wird halt alles schon deutlich teurer. Paros 45 im Jahr. 40 im Jahr, würde ich sagen. MAN. Und der kostet, ich sag mal, auch nur 250. Ich würde sagen, den nehmen wir. Kaufen wir wieder 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Linie zuweisen. ÖPNV Wandsleben. Und auf geht's. Mit unseren neuen Fahrzeugen. Gleich mal wieder Huckepack rauf. Ja. Schöner alter Bus. Oh. Oh, das ist ja ein klasse Sound. Schön die pneumatischen Türen. Wahnsinn. Ach, herrlich. Herrlich. Was will man da mehr? Fußgänger lässt er sogar auch über den Zebrastreifen. Da kann man echt nicht meckern mit den Sounds. Echt nicht. Kidoki. Kümmern wir uns um unsere neue Linie? War die eigentlich schon gemacht? Nee, oder? Wer hier von Wandsleben nach Edelberg hieß. Oh, nee, Plaue. Plaue. Würde ich sagen, könnten wir ja denn auch mal, wenn die alle zweispurig sind, könnten wir auch mal einen Express, einen Regio Express bauen, der dann alle drei Linien anfährt, beziehungsweise alle drei Bahnhöfe. Ah, das wird noch schön, wenn viele, viele Züge hier auf der Karte unterwegs sind und an den Signalen halten müssen, sich kreuzen. Ah, super. Ah, ich bin schon ganz aufgeregt. Okay. Ja, würde ich sagen, zukaufen und los geht's. Wir haben hier nur ein Problem, aber das ist nicht so schlimm. Bauen wir hier kurz weiter. Wir wollen es ja eh zweispurig denn mal machen. Können wir ja schon mal ein bisschen beginnen. Hier machen wir wieder unsere Weiche rein. Zack. Signale gibt's auch gleich. Fällt mir ein, müssen wir auch noch bei der anderen Strecke machen.
So viele schöne Sachen. Ich habe mir auch schon einen Zug rausgesucht, den ich ganz interessant finde. Aber bevor wir dieses tun, habe ich ja gelernt, speichern. Man weiß ja nie. Und ich hätte gerne die 112. Ich weiß nicht. War das die 112? Nee, die war es nicht. Aber so ähnlich. Die war, glaube ich, weiter unten. Die BR. Mal kurz auf meinen Spickzettel gucken. BR 182. BR 182. Die suchen wir mal. Da. Finde ich ganz interessant. Zumindest, was man da so sieht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja, ist ein etwas älteres Modell. Finde ich gut. Das kaufen wir jetzt mal. 1,3 Millionen. Die haben wir. Oh, super. Spiel nicht abgestürzt. Schön. So, Wagen. Tja. Den nehmen wir auch irgendwas Älteres. Wird jetzt farblich nicht dazu passen, aber... Haben wir hier Rheingold? Nee. Wir nehmen hier unten die etwas Älteren. Diese hier. Und ich würde sagen... Pum. Elfenbein? Oh. Ah, das sieht gut aus. Muss ja nicht immer farblich hundertprozentig passen. Was haben wir hier? Zweite Klasse und erste Klasse. Ich würde sagen... Ja, wir haben noch nicht so viel Geld. Wir haben auch noch nicht so viel Passagiere, aber wir nehmen mal einen... Zweite Klasse und einen erste Klasse. Das sind wie viele Leute? 34 Leute? Eieiei. Warte mal, dann nehmen wir vielleicht nochmal einen zweite Klasse Wagen. Den nehmen wir weg und schicken den jetzt nach oben. Dann haben wir zweite Klasse, erste Klasse. Somit, genau, zweite Klasse, erste Klasse. Super. Okay. Trotzdem müssen wir noch die Linie machen. Und zwar eine neue Linie. Nennen wir... Oh, dieses Braun. Ich glaube, ich muss das irgendwann mal machen, dass es nicht mehr kommt. So. Linie heißt... RB... Wie war das? Wanstleben? Wanst? War das so? Nee, Wanst. Wie war denn der Name jetzt? Eieieiei. Nicht Wanstleben, sondern Wanstleben. Wanstleben. Linie. Hier. Jetzt aber. RB. Nein, löschen. RB. Wanstleben. Mann. Blaue. So, und wir fahren von hier über nach Blaue. Ja. Das passt. Gut. Zweite Gleis muss alles noch gebaut werden. Ich weiß. Immer ruhig, nicht meckern. Wanstleben Blaue. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Elektrisch. Ah, wir haben bestimmt den Bahnhof wieder vergessen. Schienen. Elektrik. Ah. War klar. Sollte jetzt aber funktionieren. So, Wanstleben Blaue. Haben wir. Das kann weg. Und wir beobachten gleich unseren Zug, verständlicherweise. Schön. Gehen wir gleich mal hochgepackt.
der sieht doch klasse aus. Vorne ein AEG-Zeichen drauf. Vorrang. Da kann man nicht meckern. Ja, ordentlich, ordentlich, ordentlich. Schauen wir mal, wie er über die Brücke donnert. Schön, schön. Also die Farbe ist schon, ja, gewagt, aber schön. Dem Rot. Braucht er doch noch ein bisschen länger. Ja, das macht auf jeden Fall schon mehr Spaß mit drei Hänger. Mit drei Wagen anstatt mit einem. Bei den anderen Zug, aber gut. Man hat halt zu Beginn nicht so viel Geld. Gefällt mir der Zug. Ja, die Leute kommen ja auch schön durch die Unterführung. Der Bahnhof hat auf jeden Fall was. Und der Zug hat auch was. Mit dem AEG-Zeichen. Cool. Ja. Und da kommt der nächste. Unsere E18. Bisher nur mit einem Waggon, aber der kriegt auch noch mehr. 20 von 20. Sollten wir vielleicht gleich denn mal machen. Wir warten denn jetzt hier? 13. Jetzt haben wir ja gerade ein bisschen Geld. Ja, ich glaube, das mache ich noch. Dass der da noch ein, zwei Wagen kriegt. Ja, da düsen sie unsere Züge. Das macht unsere S-Bahn. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Wo treibt sie sich schon? Oh, da ist Stau. Oh, hier ist Stau. Warten auch schon einige Kunden. 10 und 8, das ist in Ordnung. Da ist unsere S-Bahn. Herrlich. Schranke geht hoch. Okidoki. Wir gehen nochmal zu unserer neuen Strecke. Wollten wir noch ein paar Signale hinstellen. Und ja, ich würde sagen, wir bauen die zwei Spuren denn aus. Das machen wir. Wie viel das kostet, wie viel Geld wir noch haben. Gehen wir bis dahin. Drehen einmal ab über die Brücke. Klappt das? Ja. Hier müssen wir halt scharf bremsen, aber das wissen wir ja. So, gehen wir ein bisschen weiter weg. Bloß, dass da nicht wieder irgendein Teilstück denn fehlt. Das war echt in der einen Folge ein Krampf gewesen. Also bis ich das gefunden habe. Wahnsinn. Das war wirklich nur eine Bohle, die ich nicht gesehen hatte.
Aber manchmal ist das so. Haben wir auch gleich geschafft. Oh, ich bin so gespannt, wenn jetzt hier... Stellt wieder was vergessen? Ich weiß es nicht. Ich bin so gespannt, wenn hier wirklich mehrere Züge denn auf den ganzen... Das ist doch schön. Wenn hier mehrere Züge über die Gleise fahren, sich kreuzen und alles und in den Bahnhof mehrere gleichzeitig einfahren. Ah, das wird herrlich. Das wird herrlich. Das habe ich vermisst. Aber es kommt wieder. Dauert zwar eine Weile, bis man das alles aufgebaut hat, aber man freut sich über jeden neuen Zug, der... Hallo? Da. Der auf die Gleise darf. So, X-Weiße ist da. Jetzt gibt's wieder ein Signal, wenn ich es finde. Einfaches. Machen wir da, wo ist mein Pfeil? Hier hin. Zurückfliegen. Hier haben wir noch keine Weiche. Die bekommt er jetzt. Einmal. Zweimal. Ich sag nicht wundern, wenn irgendwas falsch gebaut ist oder so. Ich bin kein Bahner. Ich habe davon also nur... Ja... die spielerische, mehr oder weniger Erfahrung. Ich hoffe, dass es funktioniert. Und wenn es funktioniert, bin ich zufrieden. Und ich hoffe, ihr auch. Hier machen wir noch ein paar Blocksignale hin. Man weiß ja nie. Und dann machen wir hier noch eins an der Straße hin. Eins dahin. Hier hin. Dann sind wir ja auch schon dort. Gut. Das haben wir erledigt. Sollte jetzt eigentlich funktionieren. Wir können es ja nochmal angucken. Linie. Sollte er eigentlich jetzt beide Gleise benutzen? Ja. Benutzt er da. Fliegen wir nochmal rüber. Und da benutzt er jetzt das rechte Gleis. Das ist wunderprächtig. Dann kommt er sich auch nicht mit der anderen Linie in die Quere. Warum er jetzt gerade da fährt, obwohl... Achso, klar. Weil sie wahrscheinlich gerade erst gewechselt haben. Ja. Ich würde sagen, mit unserer E18 verabschieden wir uns von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ich danke euch, macht's gut. Ciao, ciao.